Wow. Es fällt mir auch mal wieder ein. Stimmt, ich habe ja auch extra hier Fernseher angemacht. Benutze ihn gar nicht. Mehrere Parts schon lang nicht. Wow. Damit erstmal herzlich willkommen zu diesem weiteren Part Resident Evil Village. Der letzte Part war pure Eskalation. Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Nicht, dass Miranda sie noch kochte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf ja. Unterlegs gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission vor. Oh, shit. Der Megamixet. Nicht? Okay. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr an. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda. Scheißkampf erinnert mich ja fast an hier. Bei mir. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Können die nicht einfach den Coulson machen und ihn wiederbeleben? Coulson ist auch 20 Mal gestorben. Ja. Ethan wurden auch schon die Hände abgerissen, abgeschnippelt, alles. So, passt schon, den kriegen wir wieder hin. Hoffentlich. Ich mochte Ethan nämlich sehr bisher. Okay. Ah, man kann da was lesen. Proband. Alcina Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität. Äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Haben wir gemerkt. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. War auch schon was von bemerkt. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet, was? Aber das erklärt einiges, warum das eben so vampirmäßig ist. Und das hier müsste von diesem einen Dude sein, ne? Von dem Fischtypen. Salvatore Moreau. Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Nächstes schöne Buch. Proband Donna Beneviento. Kompatibilität gut, Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Merkt man. Ja. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Oh, das ist sehr cool, die Erklärung jetzt darauf zu hören, was hier für ein Scheiß abgeht. Warum? Proband Karl Heisenberg. Außerordentliche gute Kompatibilität. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Okay. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Na gut. Deshalb schnappt die Alte sich Dings. Rose oder was? Oh nein, Evie. Oder ist Miranda eine andere Version von also ein etwas also eine andere Evie? Sind die alle
Waren ja viele, die erschaffen wurden. Nur die gingen halt nicht alle, ne? Die waren nicht so ganz gebuddelt, könnte man sagen. Na gut, na gut. Was ist das hier? Okay. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, in Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution... Ist das der Ursprung von allem? Ich wusste, dass... Also, das haben wir schon. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitende Infektionen, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Oh Gott, nein. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Wie geil ist das, bitte? Ich glaube, man hört zum ersten Mal von diesem Ursprung. Ist ja klar. Boah, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Oh, es ergibt alles Sinn. Alles ergibt jetzt Sinn. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler, Oswell E. Spencer. Spencer? Wow. Ich glaub's nicht. Das ist der Ursprung. Deswegen gibt's die ganzen anderen verschissenen Zombies überall auf der Welt seit Jahren in diesem Rotzuniversum hier. Ist das Miranda? Tatsächlich. Die erkenne ich tatsächlich jetzt leider alle gar nicht wieder. Ist das Mia ganz rechts? Und Nee. Meine geliebte Eva. Es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Yo, ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zurück zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Giganten, dem Regler des Megamyceten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, weil ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich wieder zurückholen können. Dass ich dich wieder zurückholen können könnte. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente nutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lichens. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt. Evelyn. Also, warte mal, dieser Spencer, warte mal. Hat das jetzt mit der komplett, nee, die haben ja Umbrella gekündigt. Also, okay, ich hab jetzt Umbrella kurz mit Connections verwechselt. Aber vielleicht auch nochmal Connections, wer weiß.
Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir. Da müsste es ja erst vor kurzem gefühlt gewesen sein, sonst Rose ist ja noch nicht so alt, ne? Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle. Aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Ah, shit. Nein. Das ist ganz miese Scheiße, was hier abgeht. Aber war ja irgendwo zu warten. Nimm die Hände hoch. Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Warte mal. Ja! So will ich das sehen. Und deshalb konnte der sich wohl auch immer diese scheiß Hand wieder dran setzen. Was ist passiert? Der Pilz hat ihn immer noch befallen. Denke ich. Oder überhaupt. Oder? Oder? Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. No way! Was? Vor drei Jahren.
den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Er hat sich wiederbelebt, oder was? Was bin ich dann? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Was zum Teufel? Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss... Meine... Tochter! Du bist schon lange tot. Tot! Ich werde... Rose, reiten! Sind wir bei Duke? Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja, das hatten wir schon öfter. Ja. Das war dumm von mir. Oh, dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Okay, weil seine Hand ist weg, immer noch. Aber wieso kann er denn dann leben? Dann mal los. Oh, scheiße, Mann. Jetzt steht ganz zufällig genau das da, was man bei Ethan braucht. Okay, jetzt geht's wirklich in den letzten Kampf, denke ich. Scheiße, Mann. Kann man noch was bei ihm upgraden? Weil ich glaube, jetzt sind wir wirklich ja... Ne? Am Ende. Erhöht die Feuerkraft beträchtlich. 56k, wir haben auch nur noch 57. Ja gut, da kann man nicht viel mit anfangen. Da würde ich mir eher noch was upgraden hier. Oder ich hole mir Muni. Wie viel haben wir denn jetzt bei allem? Bitte, gib acht. Danke. Okay. War Latein, oder? Hat sich wenig danach angehört. Also, nach Latein schon, aber der Satz... Ach, egal. Ich bin mit Latein jetzt durch.
Und an der Stelle auch mit meinem Latein am Ende. Na gut. Komm mal hin, Ethan. Ja, lauf einfach, komm. Einfach. Ja, reicht's. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Du es. Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Ey, deine Fresse sieht nicht ganz so gut aus. War vorher schon nicht so. Aber jetzt wird er immer schlimmer. Ja, okay, sie legt nochmal eine Schippe drauf. Kann man natürlich auch noch machen. Ethan Winters! Halt's Maul! Ich weiß nicht. Dieses Maschinengewehr-Ding ist wirklich nicht so strong. Aua! Aua, aua, aua. Was zum Teufel? Woher kommt denn jetzt hier Magma oder so? Ach, komm schon. Warte, was haben wir jetzt? Was haben wir für Waffen? Da muss man jetzt, was auch immer sie da gerade gemacht hat? Nö! Ja, dann lass mich doch mal in Ruhe, Mann! Scheiße, Mann! Hat sie das Herz sogar rausgerissen? Was zum Teufel? Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Hab ich gar nicht vorhin so erkannt. Ich dachte schon die ganze Zeit, was hat die denn da rausgerissen? Sah aus wie ein Herz, aber dachte so, nee, war ein bisschen zu tief. Er konnte ja das Gefühl sehen. Und ich kann mir nach nichts mehr craften. Cool, 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 cool. Sterben schließlich irgendwann. Oh, keine Muni. Oh, Jesus. Können wir den Quatsch eh wegwerfen?
Und eine andere Waffe mal dagegen tauschen. Au, au, au. Du kannst Rose nicht retten. Ach, ich kann ja auch mal viel am Stück schießen. Das wäre vielleicht ganz smart. Obwohl, doch nicht. Wow. Ist das nicht eine halbautomatische? Sollte das nicht damit eigentlich drin sein? Weg mir! Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir Ja, cool. Den Teufel werd ich! Was soll ich denn jetzt noch machen, Mann? Sie ist meine Tochter, du krankes Mistchen. Nein! Ich fange mal wieder neu bei Duke an und hol mir ein bisschen Heal. Muss dafür aber vermutlich auch was wegschmeißen. Oder ein bisschen hier rumräumen, das geht natürlich auch. Das ganze Essen kann ich wegschmeißen, gefühlt, ne? Feinster Fisch kann ich ja eh nicht essen oder so. Weg damit. Ist wild. Weg damit. Jetzt hole ich mir so viel Heal, wie es geht. Mir reicht's. Ach. Geht ja gar nicht mehr. Cool, ich hätte vielleicht noch nicht leaven sollen. Egal, wir haben wenigstens ein bisschen was mehr. Und rein da. Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Du weißt, was es bedeutet, dein Kind davon zu lieben oder nicht. Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Ich bring dir ewige Ruhe. Hey, hier, Pistole, komm. Mehr. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Kann man dem Rotz eigentlich ausweichen? Halt still.
Wir alle sterben schließlich irgendwann. Du doch eh nicht. Verreck. Verreck. Ja, okay. Tschö. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge schlaf jetzt. Lag hier nicht gerade noch Pump, Muni? Hab ich mir die schon genommen? Einmal healen, ist wieder drin. Jetzt haben wir noch einen frei und einen können wir noch nutzen. Okay, also jetzt haben wir noch zwei Heilungen. Ah! Oh Mann! Ah, mir fällt gerade ein, wir haben noch diese Magnum-Scheiße hier. Oh Jesus. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich. Rose! Shh. Alles gut, Rose. Alles gut. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Mann, wie lange wollen die den Ethans Gesicht noch verbergen, ey? Was soll denn die Scheiße? Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt.
Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Nein! Komm schon! Wiedersehen, Rosemary! Los, los, bring uns hier raus. Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. War das gerade, also der sah sehr krass nach Mr. X aus. Oder nach einem Tyrant an sich halt. Ich weiß nicht. Ich verwechsel das teilweise ein bisschen, alles da. Und das war's. Scheinbar. Oh, shit. Ich habe jetzt die letzten, boah, weiß ich, wie viele Parts inzwischen hier am Stück aufgenommen. Tatsächlich mal ein Game, wo ich sagen muss, yo, das am Stück durchzuzocken oder zumindest sehr vieles gleichzeitig, bla bla, am Stück, wie auch immer, ne?
sehr angenehm und sehr aufregend. Es hat sich gelohnt, ja. Ich hätte es wirklich von Anfang an einfach zu Ende zocken sollen. Hätten da zwar noch sehr viel länger gedauert, aber wow. Sehr, sehr abwechslungsreich, muss ich tatsächlich sagen. Hätte ich nicht erwartet. So. Da hatten das, hat das Resident Evil 3 zum Beispiel ganz gut schon gemacht. Der zweite Teil war ja auch sehr gut, muss ich sagen. Aber war zum Beispiel dann ja nur in der Polizeiwache. Teil 7 hat auch so ein paar Location-Wechsel dann gehabt halt. Mal von einem großen Haus dann wieder ins andere, dann ins Schiff, dann von da eigentlich auch aus, wobei die Bereiche natürlich mal sehr groß waren. Nur ging es dann noch ins Salzbergwerk-Ding, keine Ahnung, ne, in die Höhlen da. So viele Bereiche wie hier gab es natürlich nicht im Ansatz. Und dass die hier auch noch so groß waren, ist sehr krass. Also wirklich gut, wie man es auch eigentlich schon gewöhnt ist von den Resi-Teilen. Unglaublich gut. Unglaublich. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, mein Ziel. Gut, jetzt fangen wir mal die richtigen Credits an. Irgendwie so. Oh, Mann. Ich habe jetzt schon so vieles gesagt. Ich muss erstmal klarkommen, was hier alles noch abgegangen ist. Mach mal den Sound für mich selbst ein bisschen leiser. Oh, Mann. Es ist richtig gut. Es ist richtig, richtig, richtig gut. Ich habe ja eine Zeit lang tatsächlich noch so überlegt, soll ich es mir wirklich holen? Ich meine, ich fand es von Anfang an aufregend, dass halt ein neuer Teil rauskommt, so. Und das schon zu einem Zeitpunkt, da hatte ich gerade mal den 7. Teil als Let's Play geschaut. Ich habe es vorher, glaube ich, noch nie vorher selbst alles gespielt. Dann jetzt in letzter Zeit sehr vieles nachgeholt, könnte man sagen. Okay. Also man erfährt hier ja auch, wie gesagt, die letzten, ich weiß nicht wie viele Parts, habe ich halt alle am Stück aufgenommen. Was man in der Zeit, ab einem gewissen Teil, ab einem gewissen Punkt, dann irgendwann einfach alles erfährt. What? Das wurde hier einfach nur noch immer wilder. Oh. Also wirklich, ich wüsste nichts hier groß dran aufzusetzen am Game. Ich kann hier nicht sagen, ja, nee, das war aber nicht cool, das... Krank. Da fragt man sich aber auch wiederum, hey, was wollen die denn im nächsten Teil machen? Also als nächstes wird vermutlich, jetzt verstehe ich das mal, was alle mal meinten, es wird höchstwahrscheinlich halt ein DLC kommen. Genau wie bei Teil 7. Hier vielleicht aber nochmal ein bisschen wichtiger oder auffälliger, dass man weiß, ja, okay, hier ist irgendwas noch nicht ganz geklärt. Vielleicht kommt auch noch eine Post-Credit-Scene. Das wäre doch schön. Mal gucken. Ah. Was ist eigentlich da am Rand? Hab ich noch gar nicht geguckt, was da abgeht für so eine Story. Naja. Yo, sind das diese Elisa und dieser Leonidas? Leonardo? Aus dem Dorf? Die man vom Anfang des Games kennt? Nee. Oh. Was zum Teufel? Ja, gut. Ich versuche gerade noch irgendwelche
Ist es die Musik? Ja, ja, ist es. Mach ich mir direkt wieder lauter. Das war vorhin. Für mich ist es halt vorhin, wie gesagt, ne? In der Passage mit Ethan. Allein das. Ich meine, das gab es so in etwa auch ja schon in den anderen Teilen, dass man halt dann in Teil 2 mal mit Ada Wong spielt, dann wieder mit Leon. Ich weiß gar nicht, wie das in der Claire-Version war. Obwohl ich die bis zu einem gewissen Punkt auch gespielt habe. Ich glaube, bei Claire spielt man dann später dieses Mädchen. Okay, das ist aber Miranda jetzt, oder? Was ist denn hier los, Mensch? Oder ist sie mit diesen leuchtenden Haaren da? Ist das Dimitrescu? Blutkrankheitmäßig und so? Keine Ahnung. Ich meine, diese ganze Story scheint sich ja schon über 100 Jahre oder so abzuspielen, was hier alles mit der Zeit halt passiert ist und so. Wer weiß, ne? Aber ich fand das sau interessant, wie die das jetzt noch alles weiter erklärt haben und. Ich bin extrem gespannt, was jetzt noch mit dem DLC auf uns zukommt. Und ich meine, also ich habe es jetzt so verstanden, dass damit ja erklärt wurde, ey, daher kam das ursprüngliche T-Virus. So heißt es ja, meine ich, ne? Das ursprüngliche Ding. Woher also jeder Scheiß kommt, den wir in allen anderen Resi-Teilen gesehen haben. Oder kam da nur der Pilz jetzt her und das hat nur mit Evelyn zu tun? Die hat ja vorhin auch einmal nur von Evelyn geredet und nicht noch von was anderem. Wer weiß? Also einmal halt Pilz und einmal Virus. Dieser Wissenschaftler, der Umbrella ja gegründet hat, wie es scheint, der erzählt ja, und deshalb denke ich, es handelt sich eher ums T-Virus, der meinte ja irgendwas von einem Virus, was er in Afrika gefunden hat. Aber da stelle ich mir wieder die Frage, ey, warum gibt es irgend so ein Kellerding da? So Höhlen in irgendeinem Dorf mit dem Umbrella-Logo, wo dann der ganze Scheiß herkommt. Warum ist denn das da? Berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Hund fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn.
Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komme klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Ja. Okay. Ist jetzt gerade nochmal sehr, sehr viel abgegangen. Hier endet die Geschichte des Vaters. Oh nein, Ethan ist wirklich weg. Jetzt sind wir wieder sonst was wie viele Jahre in der Zukunft und, boah, es muss aber wirklich weit in der Zukunft inzwischen sein. Jetzt ist hier tatsächlich Ende. Krass. 9 Stunden 25 Abschlusszeit. Okay. Ist ja relativ solide, würde ich sagen. Ich glaube, irgendwann habe ich gelesen, 12 Stunden soll es fast sein. Oder? Oder vielleicht vertue ich mich auch. Aber 9 Stunden klingt solide. Jetzt haben wir ganz viel Zeugs natürlich bekommen. Oh, krass. Ganz viel Stuff. Mäßig Produktion, Entwicklung, Leveldesign. Ah, okay. Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffe erwerben. WCX, okay. Herausforderung abgeschlossen. Die Frage ist, ist es viel oder noch so, naja. Als abgeschlossenes Spiel speichern. Beim Laden dieser Daten können Sie dann ein neues Spiel starten, bei dem ein Teil des Fortschritts aus dem abgeschlossenen Spiel übernommen wird. Ja. Und damit war's das mit Resident Evil Village. Krass. Oh, bitte, bitte lasst mir hier irgendwann bald mal einen DLC-Teil anzeigen. Ich hoffe, es kommt dazu. Ich hoffe, es kommt ein scheiß DLC. E3 ist nicht mehr weit. Capcom, bitte. Aber ich meine, die haben ja hier Sachen gezeigt, die deuten da so extrem drauf hin. Hätten sie auch nicht eingebaut, wenn das nicht irgendwas zu bedeuten hätte. Wenn wir nicht wirklich bald irgendwas erwarten könnten. Und ich glaube dann, Rose wird jetzt tatsächlich neue Protagonist in den folgenden Games. Krass. Und Ethan ist jetzt Chris ist jetzt vermutlich ein alter Sack. So, geschätzt. Müsste, so langsam. Ich meine, sie ist ja doch auch mindestens volljährig. Das heißt, es ist mindestens 18 Jahre später oder so. Da ist Chris ziemlich alt. Das ist dann ja geschätzt 40 Jahre nach den Ereignissen der ersten Teile. Ich kann auch nichts mehr sagen. Einfach gut. Wer es natürlich jetzt bis hierhin schon gesehen hat, sehr schade. Weil an sich das Blind selbst zu spielen, zu geil. Oder auf jeden Fall nicht gespoilert zu sein, zu krass. Ich meine, ich wusste jetzt auch schon so irgendwas mit Evie angeblich wieder, aber ja, nicht so wirklich. Danke an der Stelle, Domi, dass du nicht komplett alles spoilerst mit Videotiteln und so. Ich werde es vielleicht bei mir jetzt machen. Egal, bis das Video hier rauskommt, dauert eh noch ein halbes Jahr gefühlt. Spider-Man hat ja auch nur ein halbes Jahr gedauert. gut, ich würde sagen, an der Stelle, wo wir jetzt auch wirklich durch sind, war es das mit Resident Evil Village. Mein Leben ist jetzt wieder eine Leere. Aber es war wunderbar. Geld hat sich gelohnt. Es ist eigentlich viel zu wenig für den Content, den man hier geliefert kriegt. Wie gesagt, man sieht es ja auch jetzt hier, 9 Stunden 25 Spielzeit nur. Ich weiß nicht, ob da die neuen Versuche, wie beim Boss zum Beispiel jetzt, noch mit einberechnet wurden irgendwie. Ich denke eher nicht, sonst wären es keine 9 Stunden 25. Aber hey, vielleicht ja wirklich. Also vielleicht war ich ja wirklich einfach todesschnell. Horror-Games sind meistens sehr kurz. Weil First Person, sehr detailliert, sehr aufwendig. Und ich glaube, zu lange wäre da auch nicht so nice. Und
Hat eine gute Länge, sehr gute Länge. Ich weiß auch nicht, wie lang sonst im Durchschnitt so andere Games wären, keine Ahnung. 3D World, was weiß ich. Generell so Games sind ja meistens nicht so viel länger als jetzt Resi. Manche Resi sind ja noch länger. Mal sehen, vielleicht wage ich mich da auch mal bald dran, wenn ihr Bock habt auf weitere Resi-Teile. Also andere außer Village und jetzt da ein DLC oder vielleicht, wenn jetzt mal ein Resi 4 Remake rauskommt, wenn ihr noch auf was anderes Bock hättet. Also wenn ich mal vielleicht den fünften, sechsten Teil spielen soll. Zero und 1 schließe ich prinzipiell aus wegen den absolut krankhaften Kameraansichten. Aber gut, ich denke mal, ich werde jetzt sowieso noch beschäftigt sein mit anderen Projekten, aber vielleicht, wenn sich mal die Zeit bietet, wenn mal Zeit da ist. Wäre natürlich gut, wenn der vierte Teil als Remake bald rauskommt. Ansonsten würde ich mich mal an ein paar andere Teile wagen. Vierten Teil wäre an sich smart, den zu spielen. Aber gut, ich habe jetzt eh mit 7, 8 angefangen und Teil 1 und 2 noch irgendwie, 2 und 3 noch irgendwie gespielt. 0, 1 und den ganzen anderen Quatsch. 5, 6, 4 kenne ich ja gar nicht. Aber ich denke, Vierer Remake sollte nach den DLCs von Teil 8 dann so mal langsam kommen. Mal sehen, was wir auf der E3 sehen. Ich denke, irgendwas wird von Capcom auf der E3 auf jeden Fall zu Resi kommen. Abwarten. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gucken wir uns auch noch mal irgendwann Reverse an, was man ja mit dem Game hier kostenlos dazu bekommen hat. Aber das ist ja noch gar nicht richtig gestartet. Das habe ich gar nicht verstanden. Ich dachte, am Resi 8 Release kommt auch Reverse. Ich konnte es mir zwar runterladen, aber es steht halt irgendwie noch nicht zur Verfügung. Ich kann es nicht richtig spielen. Weird. War ich aber nicht so informiert. War mir auch noch nicht so wichtig. Man wird sehen. Da hätte ich auch noch ein bisschen Bock drauf, ja. Könnte ganz cool werden, vor allem, wenn man es mit anderen nochmal zusammenspielen kann. Multiplayer. Wenn es da Crossplay gibt, wäre wunderbar. Aber man wird sehen, ne? Gut, damit danke nochmal fürs Ansehen dieses Videos und vielleicht auch des ganzen Projekts oder auf jeden Fall vielen anderen Parts noch. War sehr, sehr wild. Sehr, 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 sehr wild. Und damit bis zum nächsten Video, Projekt, was auch immer. Oder Stream. Und ciao.